So at first we read from the 11th canto, first German, then English. Der höchste Herr schuf zuerst mit der Hilfe seiner Energie, der Maya Shakti, Bäume, Insekten, Tiere, Vögel, Reptilien und so weiter und so fort. Doch er war nicht zufrieden in seinem Herzen. Schließlich schuf der Herr den menschlichen Körper, die menschlichen Wesen, und er gab damit den menschlichen Lebewesen auch die genügende, die notwendige Intelligenz, ihn zu verstehen und ihn zu erkennen. Und dann war der Herr sehr zufrieden. The Supreme Lord first created, with the help of his energy, Maya Shakti, trees, insects, animals, birds, reptiles, and so on and so on. But he was not satisfied within his heart. Finally, the Lord created the human body, which offers the conditioned soul sufficient intelligence to realize him, and thus he became pleased. Again. The Supreme Lord first created, with the help of his energy, Maya Shakti, trees, insects, animals, birds, reptiles, and so on and so on. He was not satisfied within his heart. Finally, the Lord created the human body, which offers the conditioned soul sufficient intelligence to realize him, and thus he, the Lord, became pleased. The human body. Der menschliche Körper. Human body. And animal bodies. Und Tierkörper. And the bird body and all creation. Und die Leiber aller Schöpfungswesen. First we have to know that this is Maya Shakti. Zuerst müssen wir verstehen, dass das Maya Shakti ist. Is a material. Das ist eine materielle Energie. Our human body. Unser menschlicher Körper. Mind. My senses and body is material. Meine Sinne, mein Körper, das ist im Grunde Maya Shakti. And what is there? Energy of Lord. Und was ist die Energie des Herrn? Is it Jiva Shakti? Jiva Shakti. So we have to differentiate first. So we mix up, then it's not clear. So wir müssen erst mal die Unterschiede sehen. Wenn wir alles gleich vermischen, dann verstehen wir das gar nicht. And because of that, a specialty is there that human body got the intelligence, knowledge, und mercy to judge, to understand. Und aufgrund dieser Differenzierung wird man auch verstehen können, dass der menschliche Körper auch ausgestattet ist mit der nötigen Intelligenz zu verstehen. To see, to understand even to the God. Zu sehen und sogar Gott zu verstehen. Animals cannot understand God. Tiere können Gott nicht verstehen. Bird cannot understand. Der Vogel kann ihn nicht verstehen. Any insect cannot understand and things for the God. Auch die Insekten können nicht die Dinge verstehen, die mit Gott in Verbindung sind. To Creator, who create. But human has an understanding, some because of a special quality is there. Aber die Menschen können aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften verstehen, wer sie geschaffen hat. But the Jiva is there. Aber Jiva is there, but is bounded with the material circumstances. Aber die Jiva ist da, die Seele, aber sie ist eingebunden in die materiellen Umstände und Bedingungen. Covered. Bedeckt.
And this is our practice, that how to be free from this Buddha consciousness. Und das ist im Grunde genommen unsere Praxis, wie wir aus dieser Bedingung heraus können. To come in my spiritual identity. Um zurück in die eigene spirituelle Identität zu gelangen. We do bhajan for what? Warum machen wir Bhajan? To realize my spiritual identity. Dass ich meine spirituelle Identität erkenne, mich selbst erkenne. Read again this line. The Supreme Lord first created with the help of his energy. Help of the energy. Mit der Hilfe seiner eigenen Energie. Maya not Shakti. He created, but he took the help of the energy. Also er hat es nicht allein geschaffen, sondern er nutzte dazu die Hilfe seiner Energie. This line words, you know, help of the energy. Yeah. And who is Alladini Shakti? Who is the eternal potency of Krishna, supreme? Und wer ist diese innere Ladini Shakti, diese innere Kraft Gottes? He has to take the help of that energy. Er muss die Hilfe dieser Energie nehmen. The Supreme Lord first created with the help of his energy. Why he need help? Warum braucht er denn Hilfe? But he has to take help. Er muss ja Hilfe nehmen. Help. This to understand. Das gilt es zu verstehen. Sarva dharmana pratyaje, leave all your religious activities, and mam means my, ekam means what is the ekam? My one, sharanam braja. Gib all diese religiösen Aktivitäten, die du ausführst, auf und komme zu mir. Und er betont dieses Wort mam, das heißt, komme wirklich zu mir, also ganz direkt. Mam means my. Krishna say my, come to me. Krishna sagt, komm zu mir. But why he say ekam? Warum sagt er aber dann in diesem Vers ekam? Mam, my one. Zu mir. Meine eine. My one. Aha. Krishna say my one. Mein eines. Who is my one of Krishna? Aber wer ist das? That we have to understand. Das müssen wir verstehen. Here he says the Maya Shakti, he wants to his Maya Shakti, he will take help. Er sagt hier, er muss die Hilfe nehmen von seiner Maya Shakti. His Bhagavad Gita. There is no Radhika. Every word is Radhika. Only to understand where she is. In der Bhagavad Gita wird Radhika gar nicht genannt, aber jedes Wort ist Radhika, man muss es nur verstehen. Srimad Bhagavatam genauso. In Bhagavad Gita, in Kurukshetra, he is telling my one. In Bhagavad Gita, in Kurukshetra, sagt er, meine eine. And Srimad Bhagavatam, he say, I take help. Und im Bhagavatam sagt er, ich nutze diese Hilfe, ich brauche diese Hilfe. What to do? Was soll man sagen, wenn es da steht? Radhe. Also, der höchste Herr schuf mit der Hilfe seiner inneren Energie, Maya Shakti, the Supreme Lord, first created with the help of his energy, Maya Shakti, trees, insects, animals, birds, reptiles, and so on and so on. So, one thing to understand. Da gibt's eine Sache, die zu verstehen ist. This help of Swamini Radhika, it becomes so mercy that even the tree and any birds, any plants, any insects, they feel love. So, das heißt, diese Radhika, die diese Kraft ist, die für die Schöpfung. Das ist so stark und so mächtig, dass selbst die Bäume, die Insekten, die Vögel, also alles, was wir aufgezählt haben, mit Liebe ausgestattet ist. This is her energy. This Maya Shakti energy, Radhika's Ladini potential. Das ist Maya Shakti, das ist die Ladini-Kraft.
They don't understand about God, but they understand that love. Die verstehen jetzt nichts von Gott, aber das verstehen sie, die Liebe. Oder nicht? You feel this. You understand. Talks with animal, your dog, your cat, they feel love. Any animals, tree, plants, you give your love, they will grow, they will give more fruits. So, die verstehen jetzt nicht Gott vom Verstande her, aber sie fühlen Liebe. Das seht ihr ja an eurem Hund, Katze und so weiter, an den Tieren. Sie fühlen Liebe. Wenn da eine Beziehung da ist, dann fühlen die das auch. This is the Maya Shakti of Lord. Und das ist die Maya Shakti des Herrn. Kishori Radhike. Das ist Radhika. You see, every place are present. Du siehst, you cannot see any place where she is not present. Also du siehst von diesem Vers, sie ist an jedem Ort anwesend. Es gibt keinen Ort, wo sie nicht ist. Who is Gajadhar? Gajadhar. You know Gajadhar? Panchatattva? Gajadhar. Gajadhar. Who is Gajadhar? Wer ist Gajadhar aus dem Panchatattva? Gajadhar. Radha Shakti. Das ist Radha Shakti. And what is Radha Shakti? Und was ist Radhas Energie? Love. Liebe. Liebe. So is present every place. So die ist anwesend an jedem Ort. See the beauty. Sieh einfach die Schönheit. Ja. Ja. But he was not satisfied within his heart. Er war nicht zufrieden in seinem Herzen. No satisfaction happened. Also, es war keine Zufriedenheit da. Because nobody understand this creation to him. Weil niemand seine Schöpfung verstehen konnte. Nobody recognized. Niemand konnte das wahrnehmen. To the Lord. Niemand konnte den Herrn wahrnehmen. Nobody has a desire, only the share love, but niemand hatte auch den Wunsch, ihn zu erkennen. Es war halt einfach, Liebe war da, sie auszutauschen. They cannot understand, they cannot glorify. Aber sie konnten ihn nicht verstehen und they ihn cannot think verehren. That. Auch nicht who is the creator? Wer ist der Schöpfer? You see, they understand, no. Siehst du, verstehen die das? Nein. Die verstanden das nicht. Ja, so what? Also. Go on. Also, was nun? Lies weiter. Finally. Ich lese erstmal in Deutsch. Also schließlich schuf der Herr den menschlichen Körper, was den bedingten Seelen die Möglichkeit gibt, die notwendige Intelligenz zu haben, ihn zu verstehen. Und dann war er zufrieden. Finally, the Lord created the human body, which offers the conditioned soul sufficient intelligence. Sufficient intelligent. Die notwendige Intelligenz. But conditioned soul also. Aber bedingte Seelen gibt es da auch. Conditioned, but sufficient intelligent. That if you try, you can try to know him. Bedingt zwar, aber mit der notwendigen Intelligenz ist es möglich, ihn zu verstehen. Sozusagen bedingt, aber beschwingt. And if you want, because you are conditioned, you can know him one subject. Aber wenn du möchtest, obwohl du bedingt bist, kannst du ihn verstehen. But if you are more intelligent, you can love him also. Aber wenn du dann noch intelligenter bist, kannst du ihn außerdem noch lieben. Because Maya Shakti is also here. Maya Shakti ist auch da. Radhika is here also. Radhika ist hier auch anwesend. This, the mercy of this will come. Because knowing is one subject. I know him. I am trying to know him. And I create doubts to know him. So die Barmherzigkeit muss da auch anwesend sein, weil das eine ist, ihn kennen zu können, die Möglichkeit, aber die schafft ja gleichzeitig auch immer den Zweifel. Because knowing is from the mind. Denn Verstehen kommt aus dem Verstand. And the mind works to create doubts also. Und der Verstand ist auch der, der den Zweifel erschafft.
Then again I want to know him. Also möchte ich ihn dann wieder besser verstehen. Again I have to know him. Und wieder muss ich ihn verstehen. And doubts is also coming. Aber die Zweifel kommen gleichzeitig auch mit. And picture is not becoming clear. Und das Bild ist noch nicht klar. Knowing is not our goal. Wissen, ihn erkennen, das ist nicht unser Ziel. When knowledge ends, love starts. So dort, wo das Wissen endet, beginnt die Liebe. Right? Richtig? Right, because it's richtig, weil the last sentence is he became pleased. You see? How he can please? Wie kann man ihn erfreuen? How you can please? Wie kann er erfreut sein? By knowing you, you will not become pleased. Allein nur dich zu kennen reicht noch nicht, zufrieden zu sein. If I know you, you know me how? It's impersonal. Also wenn ich dich jetzt einfach so kenne, das ist irgendwie ja auch noch unpersönlich. We know we come to the church, we know we come to the temple, but we have no personal. Wir wissen halt, wir müssen mal in die Kirche gehen, wir gehen auch in den Tempel, aber das heißt noch nicht, dass es unbedingt sehr persönlich ist. So, what we do? We come to ask something from you, do some business from you. No relationship is there. So, wir können halt dann auch in dem Tempel nach dem Dienst fragen, etwas, das man einbringen kann, das man tun kann, und das kann die Grundlage sein für Beziehung. So we have to be personal to know and love him. Also das heißt, es braucht etwas Persönliches, um ihn zu kennen und zu lieben. Then he will be pleased. Und dann wird er zufrieden sein. What I can give to him? What? Was kann ich ihm geben? We cannot give. All is his creation. Was sollen wir ihm geben? Ist doch alles seine Geschöpfung. But he cannot create one thing. Aber eins kann er nicht schaffen. He cannot do alone himself service and love. Er kann alleine nicht den Dienst für sich selbst und die Liebe schaffen. Two things he cannot do alone. Zwei Dinge, die kann er allein nicht tun. Service you can do, and you can devotion. That service, love in action, become devotion. So du kannst lieben, du kannst einen Dienst ausführen und ihn lieben. Und dieser aktive Dienst, diese aktive Liebe, das schafft die Beziehung. If you are trying to know only, wenn du nur versuchst, ihn zu kennen, this is the work of Baddha Jiva. Das ist die Arbeit der Baddha Jiva, der gebundenen Seele. You have to open yourself. Du musst dich selber öffnen. Go out. Geh hinaus. To love him. Um ihn zu lieben. And Baddha Jiva will come out when I will realize my identity, spiritual identity. Und diese gebundene Seele, die kann dann sich befreien in dem Moment, wo sie ihre eigene spirituelle Identität erkennt. If not, then I will be Buddha with my senses, covered with my senses, with my flesh and with my mind. Und wenn nicht, dann bin ich nämlich gebunden mit meinen Sinnen, mit meinem Körper, in mein Fleisch. I cannot think to serve you, love you. Und dann kann ich überhaupt nicht darüber nachdenken, dich zu lieben und dir zu dienen. Then I cannot please you. Und dann kann ich ihn auch nicht zufriedenstellen. Understand? Versteht ihr das? Yeah, very nice. Ah, das ist more so schön. Every line, every word is a meaning. Jeder Satz, jedes Wort hat eine Bedeutung. Beautiful. Das ist einfach schön. Wunderschön. Go on. In der Erläuterung wird ein Vers zitiert aus der Atharva Upanishad. In this
in this commentary, this is one verse cited from the Atharva Upanishad. Nach der Schöpfung der verschiedenen Lebensformen, der verschiedenen Körper, rief der Herr eine Kuh und fragte sie: Kennst du den höchsten Herrn? Und sie antwortete: Nein, ich kann das nicht verstehen. Ich kenne nicht den höchsten Herrn. Dann rief der Herr ein Pferd und er fragte das Pferd dieselbe Frage. Er stellte ihm dieselbe Frage. Das Pferd gab die gleiche Antwort. Dann rief der Herr ein menschliches Wesen und er fragte es die gleiche Frage. Und der Mensch antwortete: Ja, ich werde dich erkennen durch deine Gnade. After creating various types of bodies, the Lord called for a cow and asked, Do you know the Supreme Lord? She replied, No, I cannot understand who is the Supreme Lord. Then the Lord called a horse and asked, Is it the same question? The horse gave the similar reply. Then the Lord called for human beings and asked them the same question. They replied, We will know you by your mercy. Means this cow, das heißt die Kuh, horse, Pferd, and we human. Und die Menschen. Totally baddha, totally unconscious is a animal body. Vollkommen gebunden, vollkommen unbewusst, das ist der Tierleib. And somebody wants to know God is better than animal. Und wenn jemand Gott kennen möchte, dann ist das besser als ein Tierleib. Right? If I don't want to know, then it's no difference. Wenn ich jetzt ihn gar nicht kennen möchte, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied. The horses has a horsepower. We have also some horsepower. So Pferdestärken, die haben wir ja auch manchmal zur Verfügung. Cow. Die Kuh. Cow. You see, she is more better because she is giving milk. Die ist ja irgendwie noch besser, weil die gibt auch noch Milch. But. Aber. If we don't want to know. God means we are similar categories. Aber wenn wir animal categories. Aber wenn wir ihn Gott nicht kennen möchten, nicht verstehen möchten, sind wir doch irgendwie in der gleichen Kategorie, in der Kategorie, in der auch ein Tier sich befindet. If we have some desire to know him, then we are better than animals. Wenn wir den Wunsch haben, Gott zu kennen, dann sind wir besser als Tiere. And when I want to know him, then mercy is coming. What is the last line? Und wenn ich ihn kennen möchte, dann kommt die Barmherzigkeit. Er fragt es nach dem letzten Satz. And the humans, they replied, We will know you by your mercy. Your mercy. You know. Durch deine Gnade. What is mercy? Was ist Gnade? When that drop will come in my life of love, that I can develop relation with you. Wenn diese Liebe in mein Leben eintritt, dass ich eine liebevolle Beziehung aufbauen kann. When that time will come, that I will develop sambandh again. Wann wird diese Zeit kommen? Wann wird dieser Moment sein, wenn ich das entwickeln kann? When the time will come, when I will develop avideha again. Wann wird der Tag kommen, der Moment kommen, wenn ich Abhidaya Gyan, dieses Wissen über diese Beziehung entwickeln kann? And when time will come that I will know my goal of life, Prayojana. Und wann wird der Tag kommen, wenn ich das Ziel meines Lebens, das Prayojana, verstehe? That is the reason to took this human body, my dear, to understand myself that I am living entity. Das ist der Sinn des Lebens, mein Lieber, dass wir unsere wahre Identität erfassen können. We are different than animals. Wir sind verschieden von den Tieren. Animals do. We have to do more than that.
Wir müssen etwas mehr tun als die Tiere. Mm-hmm. Right? Richtig? That is our job. This is the reason to coming in human body. Das ist unser Beruf. Deswegen kamen wir in den menschlichen Körper. Yes? Richtig. Coming human body to get your mercy. In den menschlichen Körper zu gelangen, um seine Barmherzigkeit zu empfangen. And you know what is mercy? Und was ist nun Barmherzigkeit? When you will accept me and when I will accept you with my relationship. Und zwar aus jetzt Gott spricht, wenn du mich akzeptierst und ich dich akzeptiere, wenn wir diese Beziehung haben, das ist Liebe. When you will become my friend. Wenn du mein Freund wirst. When you will become my son. Wenn du mein Sohn bist. When I can take care of you, I will become your father. Dann werde ich mich um dich sorgen. Dann werde ich dein Vater sein. When this come in my life. Wann wird das in meinem Leben stattfinden? But if you go Vrindavan, Mahaprabhu say no. Three things we come. Und als Mahaprabhu in Vrindavan war, hat er von drei Dingen gesprochen. The sambandh, friendly. So die Beziehung der freundschaftliche. And Vatsalya. Vatsalya, die elterliche und Madhurya, die süße Beziehung. And Mahaprabhu appearance arisen to open the Madhurya ras. Und Mahaprabhu ist erschienen, um diesen Madhurya rasa uns zu eröffnen, zugänglich zu machen. It never opened. Das war nämlich niemals vorher geöffnet. Sakya and Vatsalya ras is open many places. Sakya rasa und Vatsalya rasa, also die Freundschaft und die elterliche Beziehung, die gibt es an vielen Orten. Ist in Rama Avatar open. Jesus also behaved like this. Jesus zum Beispiel, Rama, Jesus, die haben sich auch in dieser Weise verhalten. Das war schon erkennbar. But Madhurya Ram and Sita Madhurya is not open. Aber der Madhurya Rasa ist in der Beziehung von Rama und Sita nicht wirklich offen und erkennbar. So Radha and Krishna himself come as a God Chaitanya. So, also Radha und Krishna selbst erschienen in der Gestalt von Chaitanya. For what? Warum? Weshalb? Why they come? Radhika, why come? Warum kam denn Radhika? To give the what privacy happen in between them, they want to declare that. Sie sind zusammengekommen, privat, in ihren ganz private Atmosphäre, um das klarzustellen. Your conjugal love, material, you know. I cannot say about that. You have to say this. Ja, so über, was jetzt deine Liebe in dieser Welt anbetrifft, also deine Liebesgefährtin, darüber kann ich doch gar nichts sagen. Das musst du doch selber sagen, was da passiert. Krishna wants to come to say, Radhika say, you are not qualified. I will cover you. First I am coming to say that. So Krishna sagt, ich werde darüber berichten. Da sagt sie, nee, du bist dazu eigentlich wirklich nicht ausgestattet und qualifiziert. Ich werde das machen. Und so hat sie ihn bedeckt. That is mercy. Das ist Gnade. Huh? Right or not? Ist das richtig? What is oder falsch? Word? Na, was war nochmal das letzte Wort? They replied, the humans, we will know you by your mercy. You see, that mercy. Siehst du? Das ist Gnade. Without this mercy is not. Ohne die Gnade, ohne die Barmherzigkeit geht das nicht. Knowing to him, what is? Ihn your mind and brain? Was ist das? Verstand? Your doubts clearing? Verstand? What your mercy will flow to you? No? Verstand, das Gehirn, die Zweifel, wieder die Zweifel klären. Wie kommt da die Barmherzigkeit hindurch?
Mercy is this, that I am doing this, and he give mercy, that without causeless mercy, you go for this. Ja, das Barmherzigkeit, Gnade ist, dass ich jetzt im Grunde genommen gar nichts Besonderes tue, aber sie kommt zu mir, die Gnade, grundlos, und sie packt mich. Where are you wasting your time? Warum sollen wir hier eigentlich Zeit verschwenden? But. Aber. You have to be Chaitanya. Du musst always you have to be a conscious to understand Chaitanya. Du musst Chaitanya sein, du musst bewusst sein über dieses Thema. If you are unconscious and conscious, you will not be with Chaitanya. Wenn du unbewusst bist über das Bewusstsein, dann kannst du nicht mit Chaitanya sein. If you are conscious, Chaitanya is there. Chaitanya means Radha. Kripa will be there and Krishna Kripa will be there. So, wenn du bewusst bist, dann ist Chaitanya da, dann ist die Gnade da und dann ist auch der Schutz da, der Barmherzigkeit. Yes. Mercy. Ja, Gnade. This mercy. Diese Barmherzigkeit. Is the goal of our human life. Und das ist das Ziel des gesamten menschlichen Daseins. This soul is searching that rasa. Die Seele sucht nach Ananda, diesem Rasa. Ananda. Peace. Frieden. And we are not getting, then we are trying from my senses to find out. Und wenn wir die nicht finden können, dann versuchen wir sozusagen in unseren Sinnen durch die Sinne das zu finden. Like one mother. Ja, nehmen wir mal eine Mutter. And one baby. Und das Baby. Baby, mother wants to free from baby. Free. She wants to do some other work. Okay, die Mutter möchte einfach andere Arbeiten tun und möchte sich mal von ihrem Baby befreien. Also das mal einfach loswerden für einen Moment. Because baby is occupying all the time. Weil die mother. Beschäftigt ja die Mutter die ganze Zeit. Then mother, what? She go to supermarket. So, und die geht nun in den Supermarkt, die Mutter. And she buy different toys. Und die kauft ein paar Spielzeuge. And she make toy room for the baby. Und macht einen Spielraum, ein Kinderzimmer. And he said, this is your room, play here. Und guck mal, das ist dein Raum hier. Hier kannst du spielen. And toys. So babies are so engaged in playing in the toys. So, und das Baby ist nun so beschäftigt mit all den Spielzeugen. They forget mother. Vergisst sogar die Mutter. This is our circumstances. This is der Umstand, in dem wir leben. All we have are toys. Wir haben so viel Spielzeug. My senses are my toys. Die Sinne sind meine Spielzeuge. And we play with the toys. Wir spielen mit unserem Spielzeug. And he's happy that they are my. Und der ist zufrieden, busy, dass wir beschäftigt sind. Na? No? So, when they're tired with the playing toy, and they cry, Mama. Aber dann irgendwann geht's nicht mehr das Spielen und dann schreit das Baby, ruft das Mama. Mama, come and catch. Komm. And open the breast to und die Mutter feed kommt. Her breast. Oh no, cry! I'm always with you. You don't remember. Und dann kommt die Mutter und sie gibt ihm die Brust und im Deutschen ist das sehr schön stillen. Sie stillt das Kind und sagt, hey, keine Sorge, ich bin doch immer da. No second, it takes time to Mama to come. Das braucht nicht eine Sekunde und die ist da, die Mutter. Our forgetfulness is our childishness. Kindlich, also unsere, dass wir vergessen, das ist unser kindlich sein und kindisch sein. Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda.
remember, I come to me. Also ich erinnere mich da gerade an eine Geschichte. Das kommt jetzt im Moment I gerade want in meinem to share you. Und die möchte ich mit euch teilen. You know, you listen that Brahma come from the nail. Ihr wisst doch, der Brahma kommt aus dem Nabel. From the Vishnu, right? Von Vishnu. And he liked to find out from where he is coming. Und der wollte herausfinden, wo er eigentlich herkommt. He started searching that. Der begann zu suchen. And he tried. Versuchte. And he cannot find from where he comes. Aber er konnte nicht herausfinden, wo er eigentlich herstammt. Our forefather, he cannot find. So die, seinen Vorfahren. Who is the origin of him? Sein Ursprung, der ihn machte, das konnte er nicht herausfinden. Then again he start. Wieder begann er. Praying. Zu beten. And when he start praying. Und als er begann zu beten. Then mercy start flowing. Dann begann auch die Gnade zu fließen. And he know from where he is coming. Und dann wusste er, wo er herkommt. These stories, past times, are the teaching in our life. Diese Geschichten, diese Spiele, das sind die Lehren in unserem Leben. When we surrender, we took the shelter of our spiritual master. Wenn wir uns hingeben und die Lehre des Meisters annehmen und bei ihm Zuflucht suchen. And we follow without doubt. Und wenn wir ihm folgen ohne Zweifel, to him, then mercy flows. Dann fließt die Gnade. Even the Brahma, he wants to know himself about the Creator. He cannot find out about him. Selbst Brahma, der ja auch im Grunde genommen ein Schöpfer, ein Teilschöpfer ist. Wollte herausfinden, wo er herkommt. We Bhatta Jiva, how we can find out? So, und wir gebundenen Seelen, wie können wir das herausfinden? Impossible. Unmöglich. Is more better. Es ist viel besser. Without doubt, you develop relationship. Dass du ohne Zweifel zu bekommen eine Beziehung entwickelst. And realize your identity, and that identity you have to be. With relation. Und dass du da auf dieser Grundlage deine eigene Identität verstehen und erkennen kannst durch diese Beziehung. That will be divine relation. Und das nennt man dann eine göttliche Beziehung. We are searching for the spiritual and divine connection in our life. Wir suchen nach der göttlichen, nach der spirituellen Verbindung in unserem Leben. Right. Thank you. Danke. Any questions? Habt ihr Fragen? We can share. Dann können wir die austauschen und teilen miteinander. Yes. I want to ask, is God showable to somebody who doesn't believe in God? Also is he maybe also provable or also? Ist Gott sichtbar für jemanden, der nicht an ihn glaubt? Kann man das jemanden beweisen, der nicht an ihn glaubt? No problem. Braucht man nicht übersetzen, ne? Kein Problem. Problem is with their lovers. Probleme gibt es mit den Geliebten. He don't bother. You believe or not believe. Wenn es um die Liebe geht, dann hat man kein Problem mehr mit Glauben. Lovers, Liebende, they are in problem. The lovers of the God, they feel problem. Na, die Liebenden, die Gottliebenden, die fühlen ein Problem. Like Jesus, he is feeling problem. Jesus zum Beispiel, der fühlte ein Problem. He said, follow me. Der sagte, folgt mir. I will show you the way. Nobody wants to follow that track, but he said, follow. Ich zeige euch den Weg, aber die wollten ihm gar nicht folgen. God no feel problem. Gott hat nicht das Problem. His lover start feeling problem.
Aber die, die ihn lieben, sozusagen seine Geweihten, die haben dann die Schwierigkeiten. Warum? Because he cannot see the pain of others. That's the point. Der kann nicht das Leid, die Schmerz der anderen sehen. They feel pain. Other pain is their pain. And they feel und sie, Entschuldigung, sie fühlen das Leid der anderen. Also das Leid der anderen, das ist ihr eigenes Leid, ihr eigener Schmerz. Leid? Understand? No, I didn't understand. Verstehe? Er hat die Antwort nicht verstanden. Also die Frage ist, ob jemand, der nicht an Gott glaubt, ob man den Gott schauen kann, ob er sagt, ich möchte an... Ob man jemand, der nicht an Gott glaubt, ihm sichtbar machen kann, ihm zeigen kann. Und wie ist das jetzt eine Antwort? Stell nochmal auf Englisch. His question was simply... Somebody who doesn't believe in God, can you show this person God? Can you make visible God to a person who has no belief? No, God has no problem. Also Gott hat nicht das Problem. das ist eine Antwort. He never bothered for that. Der hat damit kein Problem. The lovers of God isn't bothering. Eigentlich haben die Probleme immer die Gottgeweihten. Also du sozusagen jetzt gerade mit der Frage. Yes, they bother. Die haben das Problem. Also they feel why not they are why suffering? Why not to help him? They bother. Die leiden, weil die wollen helfen und die wollen helfen und die sehen, dass das gar nicht so einfach geht. How I can help? Wie kann ich helfen? It's so godly. They are in love because they are in. Die sind in Liebe zu Gott. They feel pain of others. Die lieben Gott. Die sehen das. Die fühlen das. Aber die fühlen den Schmerz, weil sie nicht so helfen können, wie sie das gern möchten. Why he will bother? He give more toys to them who don't want to buy. Er hat kein Problem damit. Er gibt dann noch mehr Spielzeuge für die nichts von ihm wissen wollen. How you can forget me? He is not interested for that. Na, wie kann mich jemand vergessen? Das heißt, er hat gar kein Interesse. But when devotees of the God, die Devotees des Herrn, die Geweihten, they bother. They want to do something. They want to help something. Die wollen helfen. Die wollen irgendetwas tun. Because of the love of the God, he loves all the his creation. Na? Gott liebt ja seine gesamte Schöpfung. You love to someone, you love his all cats and dogs and everything. Wenn du jemanden liebst, liebst du auch all seine Katzen, Hunde, Mäuse. Also alles, was zu ihm gehört. Nature. Ist doch natürlich. To love your lovers, cats and dogs also. Ja, das ist die Natur der Liebe. Du liebst dann halt alles, was zu dem gehört. So when you love to the Lord, wenn du Gott liebst, you fall in love with all his creation. Dann liebst du seine gesamte Schöpfung. You don't feel difference there. Du fühlst dann auch keine Unterschiede mehr. The bother, who is bothering? The lovers of the Lord, they are bothering. Also die eigentlichen Leidenden sind die Geweihten des Herrn, die gerne diesen Wandel bewirken möchten. Right or not? You judge yourself. Also ist das richtig oder nicht? Wie schätzt ihr das ein? Understand or not? Verstehst du das oder nicht? What? What your question? If you can show God, if you can show God to somebody who doesn't believe in God. Actually, don't try to show God who don't believe. Versuche nicht, Gott jemanden zu zeigen, der nicht an ihn glaubt. Don't show. But tu es nicht, zeig es nicht. If you are a lover, you will try to help in that circumstances also. Aber wenn du den liebst, sozusagen, dann helf auf dieser Ebene. You have to find out the way. Du musst irgendwie den Weg herausfinden, selbst. If you are a lover. Wenn du ein Liebender bist. If you want to help those person, first you have to be a lover. Wenn du jemanden helfen möchtest, dieser Person, musst du erst ein Liebender sein. That's the point. Das ist der Punkt.
You see, he is one person sitting behind that. Du siehst da eine Frau, also jemand, der dahinter sitzt. His lover. Der ist ein Liebender. By his eyes I can see. Ich sehe das, wenn ich in die Augen schaue. So lovers. Liebende. He always tried to help others. Versuchen immer, den anderen zu helfen. This is the nature of love. Das ist die Natur der Liebe, das Wesen der Liebe. Eine Frage? Haben Sie da Liebe zu Gott sozusagen erreicht, wenn Sie nicht akzeptieren können, wenn Sie versuchen, dann diesen ganzen Schmerz zu lindern? Also deine Frage heißt, ob man die reine Liebe dann eigentlich sozusagen noch noch darunter dass andere Menschen leiden und das nicht akzeptieren kann, ob man dann tatsächlich diese Ebene von reiner Liebe zu Gott oder reiner Liebe zu Gott schon erreicht hat. Ja, weil okay. When the devotee feel the pain that he cannot share, that he cannot give, does this mean he doesn't reach the pure love? He has reached. Does it mean he has reached? Bedeutet es, dass er dann diese Liebe erreicht hat? Also wenn er diesen Schmerz fühlt, war die Frage. Ja, yeah, if he feel the pain. Mhm. Nee, du hast sie hat so gefragt, wie ich es gesagt habe. Du hast gefragt. Nee, die Frage ist halt, ob diese pure Liebe auch pure Akzeptanz der Umstände halt. Und ob sozusagen, wenn du diesen ganzen Schmerz sozusagen fühlst und mit dem Gedanken hast, das zu verändern, ob du dann auf der Ebene des reinen Liebe bist. Okay. Okay, alles klar. So when the devotee feel the pain of the others, doesn't that mean that he is on the level of pure love? Yes. Love can feel the pain. Nur die Liebe kann diesen Schmerz fühlen. And if pain is increasing your love. Und der Schmerz wird auch noch die Liebe steigern. What is this? Faith. You're developing your faith. Du entwickelst ja dein Vertrauen, deinen Glauben. You become more hopeful. Hope is coming. Du wirst auch hoffnungsvoller. Auch Hoffnung wächst damit. And when hope is there, love is there. Und wenn Hoffnung da ist, ist auch Liebe da. Is the Bible things I'm telling you. Ja, die gehören zusammen. Faith creates hope. Hope creates love. Also das Vertrauen, das schafft die Liebe. Nee, die Hoffnung schafft, hope creates love. Die Hoffnung schafft die Liebe. Er schafft die Liebe. Yeah. And Hoffnung die Liebe. Pain increase your love. Und der Schmerz, den du fühlst durch das Leid der anderen, der lässt deine Liebe anwachsen. You can feel the pain who is very close to you. Du kannst ja den Schmerz von jemandem fühlen, der dir sehr nahe steht. So relation is very important. Also Beziehungen, die sind sehr, sehr wichtig. To feel. Um zu fühlen. Feelings. Spiritual life is a feeling. Gefühle, es geht um Gefühle. Das spirituelle Leben, das geht um Gefühle. Oneness. Feelingness, oneness. I am oneness with you. Das ist eins sein. Fühlen bedeutet mit jemandem eins sein. Oneness means not to merge. Ja, eins sein heißt nicht verschmelzen. Das heißt, eins sein heißt nicht verschmelzen. Heißt zu verschmelzen. Nicht zu verschmelzen. Genau. Ah. Oneness means I have so oneness with you, what you feel, I feel. So, das heißt, dieses eins sein bedeutet in dem Sinne. You need to drink water. Ich fühle dein. I bring without your asking. Genau. Ich fühle genau, was du fühlst. Ich merke, du brauchst Wasser, du hast Durst. Und ich bringe dir Wasser, ohne dass du überhaupt was sagen musst. You want to rest? I make you bed without your asking. Ich sehe, dass du müde bist und ich bereite dir das Bett, ohne dass du fragen I can musst. Feel that you need to rest. Weil ich fühle schon, dass du diese Ruhe This brauchst. This is oneness. Das ist das Einssein. Understand? Verstehst du das? This is one. Two become in one in feeling. So, dass halt zwei eins werden, aber im Gefühl.
In dem Sinne, vorhin hat er den Unterschied gemacht, das heißt nicht verschmelzt. Intense love is there, my dear. Intensive Liebe heißt das, die ist dann da. I say to Sukhdev, your yoga means a bhakti. Yoga bedeutet Bhakti. Two is meeting is a bhakti. Wenn sich zwei treffen, das ist die Bhakti. And his central deity is Radha and Krishna. Und im Zentrum, spricht jetzt von dem Yoga Ashram, wo er war, haben sie Radha und Krishna. You see, he start playing tabla, and Kirtan is going on. Du siehst, der hat Tabla gespielt und eigentlich haben sie Kirtans gesungen. Bhakti. Das ist Bhakti. Devotion. Hingabe. Yeah. Understand? Verstehst du das? Versteht ihr das? Any more question? Gibt es noch mehr Fragen? Yes. And when we love other living entities, can help us thus also to develop our love to Krishna, or is it more a distraction from the path? Sometimes devotees are very focused, they only want to see Krishna and no one else. They cannot see. Also die Frage war, ob die Liebe zu anderen Menschen halt auch mithilft, die Liebe zu Krishna zu entwickeln, weil er kennt so Devotees, die einfach nur Krishna sehen wollen, einfach nur sich auf ihn fokussieren, und dann sagt er, die können ihn nicht sehen. Love means love. Liebe heißt Liebe. You cannot see. You see only in the temple Krishna. Würde man denn damit sagen wollen, man kann Krishna nur im Tempel sehen? And other living entity know Krishna. Und andere, die können ihn nicht sehen. You must see Krishna. You have to love all creation of Krishna because he is everywhere. Man muss die gesamte Schöpfung Krishnas lieben, weil er ist ja überall. But be cautious. Aber your blame gali ati sakari. You have to be very cautious because we are baddha jiva. We cannot forget our spiritual identity. We cannot deviate from that. We not start doing in material identity. Aber man muss auch vorsichtig sein, denn wir haben eine spirituelle Identität, und die im Grunde genommen geht es darum, die nicht zu vergessen. Und ganz tief im Inneren kann man die auch nicht vergessen. Wir müssen also vorsichtig sein mit unserem materiellen Tun. If you forget that, vergisst du das, you will start playing with the toys and the love. Vergisst du die spirituelle Identität, ist das wie in dem Kinderzimmer mit den Spielzeugen spielen. And then you will forget the goal, real love for Krishna. Vergisst du dein Ziel, die Liebe zu Krishna? Krishna love is divine, is not material. Die Liebe zu Krishna ist göttlich, die ist nicht materiell. And if you make material, then Krishna love will finish. Then your senses start working. Und wenn du das sozusagen materialisierst, auf eine materielle Ebene ziehst, dann endet diese Liebe zu Krishna, weil dann wird es sinnlich. Then we become Baddha Jiva. Dann sind wir gebundene Seelen, Baddha Jivas. We covered with my senses. Bedeckt mit den Sinnen. You understand? Verstehst du das? So Bhajan is important. Meditation is important. Bhajan ist bedeutsam. Meditation ist sehr wichtig. Dhyan is important. Wissen ist wichtig. To increase my identity, spiritual consciousness. Um mein spirituelles Bewusstsein auch wirklich sich entwickeln zu lassen. Now you said that if someone is only searching Krishna in the temple, he has also to see Krishna as everywhere.
But then the question arose in myself, but what is with the people who try to search Krishna everywhere, but not within the devotees or in the temple? That is also a thing. When everywhere means everywhere. Also überall, Gott zu suchen heißt überall. Why not in devotee? Warum eben dann auch nicht in den Devoten? Everywhere. Ne, überall. Devotee, non-devotee, friend, enemy. Everywhere he is. Auch im Feind. Any soul is there. In jeder Seele. Yeah. Atmaupamena. You see? It's a Bhagavad Gita. It's in the Bhagavad Gita. He's everywhere. Why we do worship in the altar, deity, that I can meditate in this form everywhere? Ja, warum denn nicht im Deity, also das Finden, um dann meditieren zu können, dass er ja auch überall ist? I don't want to forget your form, because you are my Ishtadev. Weil ich möchte deine Gestalt gar nicht vergessen, denn du bist mein Ishtadev. And I see with this form to you. Und ich sehe durch diese Gestalt deiner selbst, sehe ich ja überall. Und damit kann ich dich auch erkennen. That is meditation. Das ist Meditation. Open eyes and close eyes. Offene Augen, geschlossene Augen. Like you are sitting here. So wie du hier sitzt jetzt. I say your eyes is open. Deine Augen sind geöffnet. And you said you see your mother. You are looking or not? Und du schaust jetzt hier, hast offene Augen, siehst du deine Mutter oder nicht? What she is doing this time? Was sie jetzt im Moment tut? You know, maybe she is resting or cooking or feeding to your brother, something doing or medical. So, you know this time. So eigentlich weißt du, was sie jetzt tut. Also entweder sie kocht was, sie gibt deinem Bruder was zu essen, sie tut etwas. Das, du weißt, dass sie jetzt. You no need to meditate by close eyes. You open eyes, you can. Du musst nicht mal die Augen schließen für diese Meditation. Because your mother relation is so deep. Es ist deine you Mutter. Know her. Diese Beziehung zur Mutter ist so tief. Du weißt das alles. That is to meditate. Meditation is this. Das ist Meditation. When this meditation will start, like a here, your Ishtadev. You always start looking this. It's a divine vision. Und wenn du mit deiner Meditation hier beginnst, mit deinem Ishtadev, dann wird genau auf Grundlage dieser Meditation wirst du ihn überall sehen können. Ist, avist, then second Ishtu is coming, avist again. Ist again, then avist again. And this comes ist again, avist again by bhajan. So, das heißt, dass man über den Ishtadev ein Wissen erwirbt, ein Sehvermögen erwirbt. Das bringt einen weiter. Und das ist eigentlich die Bedeutung und der Grund des Bhajans. Radhe. Yeah. Any more question? Question? Gibt es noch Fragen? Bitte. Was bedeutet den Ishtadev sehen? Ist es etwas wie fühlen eher? Oder also, ich werde das eben schreiben. What means to see Ishtadev? Is it more a feeling? Please explain what means to see Ishtadev. It's a feeling or it's real seeing? What is this? Relation we see. Durch Beziehung sehen wir. If I have no relation, I don't want to see. Wenn ich keine Beziehung habe, dann will ich nicht mal sehen. If you fall in love with someone, wenn du dich in jemanden verliebst, you will want to see him always. Dann willst du ihn unentwegt sehen. When you have a relation, you see. Wenn du eine Beziehung hast, kannst du automatisch sehen. Ist means relation. Ist means that you have a deity, he is your life and soul,
and you want to see him at the moment. Ishta bedeutet Beziehung. Das heißt, wenn du diese Beziehung hast, du willst ihn immer sehen, unentwegt. There are six Goswamis living in Vrindavan. Da waren die sechs Goswamis, die lebten in Vrindavan. And every Goswami has separate deity. Und jeder Goswami hat eine andere Bildgestalt verehrt. And they are from one place, so they can. Why not they sit one place and they worship? Also, die waren aber in einem Ort. Warum können die eigentlich nicht alle zusammensitzen und? There was small Vrindavan. Dieses kleine Vrindavan war ja nicht groß. But they fixed separate to meditate and fix their Ishta form. Aber doch haben sie eben in getrennter Weise sozusagen meditiert zu ihrem eigenen Ishta Dev. Then Avista is coming. Yeah? Und dann kommt eigentlich durch diese Meditation kommt das Wahrnehmen. Understand? Verstehst du das? Without Ishta, Avista cannot revoke. Ohne den Ishta, ohne Beziehung, kann diese höhere Wahrnehmung überhaupt nicht stattfinden. When you develop Sambandha, Avista will revoke. And then Sambandha will permanent. So, wenn du die Beziehung erstmal hast, dann wird diese höhere Wahrnehmung kommen und dann ist die Beziehung einfach permanent, ununterbrochen. Simple, no complicated. Ist total einfach, überhaupt nicht schwer. So simple. So einfach. This is the Kripa. Aber das ist Kripa, das ist Gnade. This is mercy. This mercy. Das ist genau die Barmherzigkeit. By Gurudev. Von Gurudeva. By Radhika. Von Radhika. And he's standing. Krishna. Krishna is. They give mercy. Ashretatta give mercy. Und Radha und Krishna, und die geben die Gnade, die Barmherzigkeit. We say Krishna mercy because this all included. So wir sagen immer Krishnas Gnade, aber da ist all das, worüber er jetzt gesprochen hat, enthalten. But really, Guru Kripa. Aber in Wirklichkeit ist es Guru. Mercy is flowing from Guru. Die Gnade fließt vom Guru. All knowledge and all realizations come from Gurudev. Alles Wissen und alle Verwirklichung kommt vom Guru. And he receives from Swami. Und er erhält sie von Swamini. Radhika. Ashretat. And Bishay goal is Krishna. Ja, und sozusagen die Zuflucht ist der Krishna. Right or not? Pandiji? Das Ziel ist Krishna. Right. Goal is Krishna. Ashraya ist die Zuflucht. Und Vishaya ist das Ziel. Yeah. So goal is Krishna. You know? Er ist das Ziel. Is he right, Pandiji? Is almost Siddhartha Pragya. Yeah? Ja, sage ich das jetzt richtig? Yeah. Yes. Ashraya und Vishaya. Sambandha is important. Die Beziehung ist bedeutsam. Abhideya and Prayojana. Abhideya and Prayojana. That's only five subjects you practice. Also, everything will be fine. Also diese fünf Themen, die muss man praktizieren. Guru Ashraya. Everything will flow Guru Ashraya. Von dem Guru kommt alles herabgeflossen durch ihn. Yes. How do we connect to the flow? Connect. Mercy's flowing. How do we connect? Mercy's flowing from Sri Guru. How do we connect to that mercy? Connect. No. Receive. Pot. We need our pot to receive. So, wir brauchen ein Behältnis, um empfangen zu können. How much I will chant, my pot will become bigger and smaller. If I chant less, my pot is very small. If I chant, it will become bigger. So das hängt, und das hängt diese. My capacity will grow with my chanting, my sadhana, my bhajan. So durch mein Gebet, durch mein Chanten wird mein Gefäß sich vergrößern oder verkleinern. Das hängt von der Qualität ab des Chantens. Yeah. Use your heart
Nutze dein Herz. Not mind. Nicht so sehr den Verstand. Flow will come. Dann fließt es. Like my friend? Ja. Yes? Use your heart, flow will come. Nutze dein Herz und es beginnt zu fließen. Ja. Radhe Vrindavan. Jai Swami. Ja. I didn't understood the idea of Ishtadev not fully, I think. It's not possible to have a close relation to different deities? If I have to go south, and if you take the road of north, where I will go? So, wenn ich nach Süden gehe oder nach Norden, also wenn ich die Straße gehen muss, wo muss ich hin? Which way we want to go, we need that way to go. Also den Weg, den wir brauchen, den müssen wir halt gehen. Also da, wo wir hin wollen, die Straße müssen wir gehen. So it's possible to have a deep relation to different deities. One. Yeah. One. Ist miss this form. Ishta bedeutet also einer, dieser. I will meditate in this form. Ich will über diese Gestalt meditieren. My ist is Radhamon, I meditate in that. I come here, I meditate my Radhamon. Radha, Madhamon, das ist mein Ishta. Und über die meditiere ich, wenn ich hierher komme, tue ich das auch. Somebody fall in love. He see other girl, he meditate in his girlfriend. Wenn jemand verliebt ist und er sieht irgendein anderes Mädchen, dann denkt er doch an seine Geliebte. One girl is looking other man and he is meditating his lover. Ein Mädchen sieht einen anderen Mann, aber sie wird im Grunde genommen an ihren Geliebten denken. You don't see her, eh? Die sieht den, der da steht, gar nicht. Die sieht ihren Geliebten. This is Ekanki. This is the one-pointed. Ekanki heißt das. Das ist halt einspitzig, auf ein Ziel gerichtet. All place is very good, but my very good is special. So, alle Plätze sind sehr gut, aber mein Platz, meines Ichtadevs, der ist ganz besonders. Yes. It's a way of love, my dear. Das ist das Wesen der Liebe, der Weg der Liebe, so ist er. Ja. Wenn man, for example, the devotee come from different country and they are different Ishtadev coming to Berlin and he serves the Ishtadev in Berlin. No problem. Actually, very easy to find out what Gurudev give me. Es ist alles überhaupt nicht schwer, weil es gilt ja nur herauszufinden, was möchte Gurudev von mir. Easy. Das ist leicht. If not, you like anything, you can also decide. You decide your lover yourself. So, aber letztlich ist es ja auch so, du musst ja deinen Geliebten irgendwie doch selber bestimmen. And then you decide, then you never change very quick. Und dann, wenn du dich da erstmal entschlossen hast, gibt es ja auch nicht einen schnellen Wechsel. And if you are fixed in one, it's more intense taste will come. Und wenn du dann fixiert bist auf den einen, dann wird auch mehr Geschmack entstehen. Radhe. Then he will start looking and caring to you. Dann wird er auch aufmerksam auf dich und wird sich um dich sorgen, nach dir schauen. Your problems,
his problem. Deine Probleme wären seine Probleme. And if you have money, then nobody will care you. Und wenn du viele Probleme hast, dann wird sich irgendwann mal gar keiner mehr um dich. Wenn du viele Geliebte hast, dann kümmert sich keiner um dich. Okay, okay. Then everyone will think that somebody will care you. I'm not ready to care you. Gut. Er ist bereit, sich um dich zu sorgen. Yeah. Is a Goswami Sadhana like this? Das Goswami Sadhana ist dieser Art. Yeah. Radhe. Yeah. Thank you. Danke sehr. Radhe.